Die Kollegin Hendricks verzichtet. Na gut. Vielen Dank, Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer auf der Tribüne und zu Hause. Als Letzter zu reden zu so einem Thema, das ist immer sehr dankbar, da muss man nicht viel wiederholen, ich kann viel Zeit sparen. Ich versuche mal Folgendes noch beizubringen, um unsere Position klar zu machen. Ich habe in der ersten Lesung hier gesagt, drei Regelungen in einen Topf geworfen und gerührt. Das gibt selten ein gutes Gericht. Erstens reden wir über die Sicherstellung von Bildungsgängen, von individuellen. Zweitens über die Schulleiterbestellung, drittens über das Kopftuchverbot. Alles ist schon angesprochen worden. Zunächst zu den Regelungen zum Bildungsgang der Hauptschule an Realschulen. Das schließt eine Lücke. Auch das habe ich in der ersten Lesung schon gesagt. Und trotz meiner Ankündigung, dass wir da auf die Kritik reagieren wollen, muss ich sagen, in der Anhörung hat uns das nicht getroffen, das Thema. Und es scheint da tatsächlich eine gute Regelung gefunden worden zu sein. Und von daher können wir diesem Teil des Gesetzentwurfs zustimmen. Beim Thema Schulleiterbestellungen, da ist es schon ein bisschen kritischer. Wir haben uns gewünscht, dass ein bisschen mehr Demokratie Einzug hält bei der Bestellung von Schulleitern. Zum Beispiel Regelungen mit Findungskommissionen, wie zum Beispiel in Schleswig-Holstein, in Hamburg oder Bremen. Wir haben das aufgezeigt, wir haben gesagt, man könnte Lösungen übernehmen. Wir mussten allerdings auch erkennen, dass diese Umsetzung rechtlich sehr schwierig wäre, beamtenrechtlich sehr schwierig wäre. Und wir haben intern bei uns sehr lange darum gerungen, was wir jetzt machen werden. Und am Ende kommt das Ergebnis raus, wir werden auch diesem Teil zustimmen. Denn wir glauben, das ist einfach ein erster Schritt. Die Transparenz ist gegeben. Die Beteiligung für Schulträger und Schulkonferenz durch das Vorschlagsrecht ist gegeben. Also auch in diesem Bereich werden wir unsere Zustimmung geben können. Herr Kollege Marschken, Entschuldigung, Frau Kollegin Bär würde Ihnen gerne eine Zwischenfrage stellen. Sehr gerne. Ja. Danke schön, Herr Kollege. Ja, ich freue mich, dass Sie nach der Abwägung, und wir haben ja auch noch mal uns andere Schulgesetze angeguckt und ich habe dazu eine Rückmeldung gegeben, dann sagen können, Sie stimmen dem jetzt zu. Die Kollegin Gebauer konnte ich gerade nicht mehr erreichen, aber ich frage Sie jetzt, gerade weil Sie noch mal das sehr genau hin und her überlegt haben, sind Sie der Meinung, dass wir überzählige Schulleitungen in Nordrhein-Westfalen haben? Also ich kann natürlich jetzt nicht für die Kollegin Gebauer antworten, aber nee, versuchen möchte ich das auch nicht, danke. Hatte mich eingedrückt. Aber ich bin der Meinung, dass gerade im Hinblick darauf, dass wir so viele freie Schulleitungsstellen haben, die wir eigentlich nicht besetzen können, von überzähligen Schulleitern nicht reden können. Natürlich müssen diejenigen, die bei geschlossenen Schulen als Schulleitung angestellt waren, weiterhin versorgt werden. Und natürlich müssen die auch weiterhin eine Stelle bekommen. Die sind nicht überzählig, sondern ich glaube, die sind sogar dringend nötig im System. Danke. Ich komme eben zum letzten Punkt, zum Thema Kopftuchverbot. Ich nehme das mal so als Stichwort. Wir wissen, eigentlich geht es um religiöse Symbole, aber das Kopftuchverbot hat sich als Wort so eingebürgert. Ich möchte noch eine kurze Historie dazu geben. Wir wissen alle, das Verfassungsgericht hat entschieden, der Passus ist nichtig, das Gesetz muss geändert werden. Es kam ein rot-grün-schwarzer Entwurf hier in den Landtag, diesen Satz zu streichen. Wir hatten eine, wie ich finde, sehr interessante, sehr aufschlussreiche Anhörung und haben uns dann, auch das haben wir schon gehört, mit allen Fraktionen getroffen. Ich glaube, dass die Gespräche sehr konstruktiv waren. Ich glaube, dass wir bei dem Text, wo es am Ende tatsächlich um passiv-aktiv Formulierungen ging, dass wir wirklich gerungen haben und dass wir am Ende einen Text hatten, dem wir vorbehaltlos zustimmen können. Warum die FDP bei diesem Text nicht mitmachen konnte und warum dann auch der Prozess nicht weiter begleitet wurde von der FDP, ich habe gewartet. Ich habe auch die Rede abgewartet, Frau Kollegin Gebauer. Ich habe es immer noch nicht verstanden. Ich habe es im Ausschuss nicht verstanden. Ich verstehe es hier nicht. Zumindest zu dem Teil, glaube ich, gibt es keine Kritik, die wirklich so substanziell wäre, dass man sie nicht hätte in den Prozess einbringen können. Mir fehlt da irgendwie das Verständnis. Aber sei es drum. Eine Kritik muss ich allerdings loswerden in dem Bereich. Auch wenn die Kollegin Bär gerade gesagt hat, dass die Grüne Fraktion mit den muslimischen Verbänden geredet hat. Ich persönlich hätte mir gewünscht, wenn die muslimischen Verbände in diesen Prozess eingebunden gewesen wären, in unsere Gespräche eingebunden gewesen wären. Andersrum muss ich diese Kritik auch an die muslimischen Verbände zurückspielen, denn die waren hier in der Anhörung vertreten und das Einzige, was sie gesagt haben, ist, dass sie nichts zu sagen haben. Da wünsche ich mir tatsächlich ein bisschen mehr Beteiligung von beiden Seiten, sowohl das Angebot teilzunehmen, als auch das Angebot dann noch anzunehmen und die Teilnahme mitzumachen.
Kommen wir noch zu den Entschließungsanträgen. Nachdem ich nun gesagt habe, wir können allen drei Teilen zustimmen, diesem Gesetzentwurf in der geänderten Fassung der Beschlussempfehlung können wir zustimmen. Kommen wir aber noch zu den Entschließungsanträgen. Zunächst mal Rot-Grün, CDU. Ich bin ganz ehrlich, ich habe ihn mir zwar jetzt durchgelesen, ich wollte es eigentlich nicht. Ich wollte es mir nicht mehr durchlesen. Hier einen Tag vor der Plenarsitzung so einen Entschließungsantrag zu einem Thema, das wir seit Wochen hin und her wälzen, noch reinzuschmeißen, ist ungefähr genauso schlimm wie Entschließungsanträge, die mich hier erst auf dem Tisch erreichen, liebe FDP. Wobei der FDP-Entschließungsantrag aufgrund der Forderung zum Kopftuchverbot, da sind einige Sachen so krude, dass ich den schon inhaltlich ablehnen würde. Aber ich empfehle meiner Fraktion, solchen Entschließungsanträgen, die in so einer kurzen Frist doch tatsächlich elementare Erklärungen oder elementare Änderungen fordern, abzulehnen. Und verbleibe. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Marsching. Bevor ich